Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Profirunde des Spiels. Da fängt es schon an. Wie heißt es nochmal? Ich sag immer Demogorgon. Demonologist, glaube ich, heißt das. Der Enz, die Sonja, der Axel und ich, wir waren wieder unterwegs und haben die Häuser von Geistern befreit. Es war sensationell, ich sag's euch. Es gibt ein kleines Manko an der Runde und zwar, ich habe Hühnerfrikassee nebenbei gegessen. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wenn es euch stört, dann guckt die Runde besser nicht. Ganz viel Spaß. Haut rein. Am Haus ist nicht da, wo wir letzte Mal waren. Ja, geh mal vor. Sicher? Ja. Wo denn? Wir waren an so einem Villa-Anwesen. Cyclone Street. Vielleicht Stimmt, gibt es hier aber mehrere nicht. Häuser. Das sieht hier ein bisschen aus wie Elm Street. Ja, wir. End Street? Also, wir waren hier auch noch nicht jetzt. Das ist für uns auch neu. Oh, das sieht aus wie das Haus bei Phasmophobia. Enz, du siehst so bescheuert aus, wenn du. Ach, Enz war das Ja, ja gar geht auch nicht. alleine da rein. Ich meine, ihr könnt gerne vorgehen, das ist total in Ordnung. Okay. Wird nicht spooky. Das ist genau dasselbe. Nee, ist nicht. Hier hängen wieder Knochen. Da haben sie die Mauer hier durch. Die haben sich gesagt, ein kleines Oh, das sieht gut aus Wohnungs. hier hin. Ja. What the fuck, okay. Noch tiefer runter. Wie noch tiefer Ich runter? würde erstmal. Ne, weißt du was, Die ehrlich gesagt, gehe ich nicht von Temperatur euch weg. sinkt hier auch ab. Kakerlaki dreht noch Die nicht Chance. durch. Nennen sie jetzt Kakerlaki. Um sie süß zu sprechen. Maria Room ist hier. Rot Maria Room. Maria, mach mal auf, Maria. Was? War es ein Schreck Irgendwas oder ist war das scheinbar nur passiert. schön? Das ist ein Elefant oder was? Vom Lied Ja, was her. ist da drin? Böse. Wo bist du Ein denn? Elefant? Geh doch einfach vor. Da ist doch gar ein Mich Bett ist hier. angeknurrt, Ein Bett und ein irgendwas. bisschen Jesus. Ein Bett im Keller, das ist schon. Bett im Keller ist schon keine Sus. Wieso macht Will nicht der sagen, Ende was nicht hier hin? abging, Ja. aber es gab einen Grund, warum ein riesiges Loch in der Wand war. Da wollte jemand ganz dringend raus. Ja. Oh, hier ist EMP? geistliche Aktivität. Ich schmeiß das Ding hin. Sofort zelebrieren wir die Paintings des Feindes. Wer hat denn die Box? Der muss alleine hier rein. Ja, ich guck gerade, ob hier Geister Welche spuken Box denn? sind. Deine Geisterbox. Sprechbox. Sprechbox. Ja, wo Dann ist die gehen wir mal Geisterbox? raus. Dann geh mal Genau, raus, ich laber mal. Wie rede ich nochmal ingame? Hallo? Lass mich V, nicht glaub allein mit V dem. war's. Hallo? Ah ne, Y bei mir. Hier sind Geisterspuren. Seid ihr noch Echt? drin? Ja, warte Hello? mal. Hello? Are you here? Hello, my friend. Oh, hier ist was! Man, ja, man hört es. Hallo? Kommt da? Ah! Are you from China? Geh mal raus, ich hab hier einen. Hello? Also die Oh, Active hier Plasma. piept was! Ist das Stufe Hier 5? piept Ist was die. und Oh mein dreht! Gott, Alter, Nein, hallo Axel. hier, der Geist ist hier. Aber hier piept und dreht! Jetzt nicht mehr, es dreht die ganze Zeit. Weil die Ektoplasmaspuren sind hier und der hat den Karton hier durch den über den Boden geschliffen und schmeißt Sachen an mir. Wo bist du Was für denn? Sachen an dir? Bestimmt verdient. Ich weiß Ein nicht, wo Raum ihr seid. weiter, also nebenan, genau hier hinter. Hier hinten? Okay, pass auf, dann mache ich hier mein Canvas hin. Und soll ich mal labern mit ihm? Nutze das Canvas, um zu zeichnen. Warum zeigt er denn immer in die Warum Richtung? geht denn das Licht an und aus? Oh ja, hier wird's älter. Wie hast du nochmal gesprochen? Mit V, oder? V. Irgendwie spricht er. Ja. Ja, aber Fall das wissen vor! wir alle. In 5 Sekunden killt er uns! Ich würde laufen an eurer Stelle! Fall. Axel! Ah! Wer macht denn die Tür zu? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Leute! Wieso in 5 Sekunden? Was ist passiert? In 5 Ich kann Minuten nicht kill sprechen. you, hat er gesagt. 5, Danke, Sir. 4, 3. Und bei 3 bin ich dann losgerannt. Hab ich erschrocken! Habt ihr gesehen? Was Der ist liegt von hier? links nach rechts gerannt. Ich hab's tatsächlich Ich nicht habe gesehen, ich fast aber einen du guckst Reis gegen gerne an, Monitor Leute. gespuckt. Du hast Dann eine geh mal Wohnungsgruppe, weg mit ne? dem Scheiß. Jan, hier. Was? Hier. Was ist das? Nimm. Was Es ist das? friert. Nimm. Kann ich Habt ihr nicht. eingetragen Ektoplasmaflecken? So nennen wir es heute. Wo eintragen denn? Was Ja, quietscht denn hier ich so? hab. Das sind die Ne, J, Nägel. Guck J, mal. glaube ich, bei Ich euch. schau die Nägel in die. Und dann? Du bist Notes. jetzt ernst. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Idee ist. Ektoplasmaflecken, Beweise. Und da, wo gebe ich das denn ein? Beweise, Beweise. Hier quietscht was. Ja, hier, der materiert die Voodoo-Puppe hier. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee Und ist, was? Axel. Ektoplasmoflecken? Ich glaube, ich Ja. sterbe jetzt. Plasma. Irgendwas atmet mich an. Irgendwas atmet mich an.
Wir müssen da unten wieder rein, ne? Ich traue mich, keinen Reis mehr zu essen, wenn ich ehrlich bin. So Reis? Weil ich eben fast den ganzen Reis rausgespuckt habe. Nice. Reis zwischen der Tastatur, man kennt es. Immer wieder ein typisches Problem. Ich hab doch Hühner... Was ist passiert? Warum bin ich denn tot? Es ist ein Mädchen mit einem Septum. Mädchen? Bei mir sah das aus wie ein richtiger Ziegendämon. Echt? Ja. Keine Ahnung, bei mir war sie keine 18. Oh mein Gott. Also bei mir war der 180. Was machen wir jetzt? Ja, auf jeden Fall rumstehen hilft. Mhm. Ja, geht wir rein. Müssen da unten rein und gucken wegen weiteren Beweisen. Ihr müsst mich beerdigen. Nee. Hattest du irgendwas Wichtiges noch dabei oder hast du unten alles platziert? Ich hatte unten einen Canvas hingelegt. Mein Meerschweinchen, dass ich sie geliebt habe. rechts. Ich kann ja mal schon mal aufs Canvas gucken. Er hat übrigens nicht drauf gemalt. Der war heute nicht künstlerisch. Lass mich doch mal hier mit ihm reden, oder? EMF. Komm mal raus, Axel, damit ich dann da einmal reden kann. Er guckt einen Film oder so. Oh, oh. Hello? Oh, warte mal. Falscher Knopf. Hello? Are you here? Hello? Hast du gehupst? Gequietscht? Ja. Hello? Gehupst. Ich will... Nein. Hello? Das ist irgendwie fürchterlich. Can you hear me? Are you here? Are you friendly? Are you from China? Hello? Are you friendly, sagt der. Hat mich gerade umgebracht. Hello? Ja, war ein freundliches Umknicken. Ja, hast du recht. Da ist er! Er kommt! Das seid ihr. Mann, hier hat's geleuchtet. Der Kamin hat geleuchtet. Das tut ein Kamin. Aber der ging an auf einmal. Wenn er nicht angehen würde, würde ich ihn zurückgeben. Meine Augen leuchten übrigens im Dunkeln, Jan. Oh. Nice. Creepy. Da sitzt der mit der Sonnenbrille und mit dem Affent-T-Shirt da vor mir. Unfassbar. Die Voodoo-Puppe ist kaputt. Echt? Das ist bestimmt, weil Axel so viel mit der Voodoo-Puppe gespielt hat. Ich wette meinen Arsch drauf. Axel hat uns alle auf dem Gewissen. Oder mich erstmal. Er ist gestorben. Vertraut dem Axel nicht. Er wird uns alle noch hops nehmen. Aber was machen wir jetzt hier? Hier ist er ja nicht. Gib mal die Geisterbox. Vielleicht reagiert er nur auf mich oder auf Axel. Wie gebe ich die nochmal? G. Hab. Ich versuch mal. Dann geht mal raus. Ach so. Oh, Axel, wohin? Ja. Folgen Sie mir. Alter, wie ihr lauft, ne? Dieses Crouchwalking, hallo? Das sieht so bist weird du hier? Aus. Wo bist du? Hier. Hahaha. Axel? Axel, stell dich mal bitte. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wenn du vor mir kniest. Ich bin doch gerade in einem Mikrofon, wie schlecht. Oh, es flackert! Was. Ich hör was. Hier passiert was? Ich hör was. Ich versteck mich. Lass mich raus! Da ist was! Ja. Der lässt mich nicht raus! Der kommt zu mir. Hä? Der lässt mich nicht raus. Oh mein Gott, da ist es! Das ist ein Satan! Ich bin tot! Ich bin tot! Jan! Das ist ein Mädchen mit einer. Oh mein Gott! Mit einer Puppe. Da ist er noch. Das ist Axel. Axel, stell dich doch mal! Was? Ich steh doch. Ja, stell dich doch mal, du hast die Voodoo-Puppe hops genommen. Man kriegt jedes Mal Angst, wenn du da vor einem rumcrouchst. Jan ist auch tot? Ja, ja. Bist du auch tot, Sonja? Nein. Ja, toll. Ich hab sie Du willst mit ihr labern und ich werd getötet. Alles nicht fair. Sollen wir da mal einen anderen Raum nehmen? Da, wo Jan gestorben ist. Ja, aber hier sind... Was? Der hat sich vor mir hingekniet und mich gemacht. Ich hab gar nicht gekniet. Das war Axel. Nein, das war nicht Axel. Ey, ich komm hier nicht mehr raus. Du kannst einfach durch die Tür gehen. Ach so. Ja, dann lass uns doch hier nochmal einen Raum hinstellen. Ich vergaß. Geister kennen keine Barrieren. Außer Wände. Wände Axel, komm mit. Sie hat mich aber nicht. Sie hat mich aber nicht gefaltet. Ja, das hat sie tatsächlich nicht. Mhm. Wo sind die zwei Kackböcke? Da hinten. Verstecken sich. Ich sag's dir, wenn Sonja die Nächste ist, dann ist Axel der Erste, der sagt von wegen, ach, weißt du was, ich weiß eigentlich, wer der Geist ist. Ich glaube auch. Und dann ratet er einfach irgendeinen Scheiß. Aber Axel, hier sind keine Ektoplasmaspuren, das ist das Problem. Ja, ich weiß. Müssen die sind denn immer da nur in dem Raum? Axel, produziert doch mal. Ja, da, wo der Geist dann halt ist, das ist ja ein Hör ihn hinter mir. Nee, komm da raus, du gehst jetzt nicht sterben.
Nach draußen. Also ich finde rein von der Fairness halber, weil Axel die Voodoo-Puppe so malträtiert hat, bin ich schon okay, wenn er da reingeht. Ja, hier sind keine. Hier ist, eben, hier ist vier bei in ja, den Raum. Ich weiß nicht, doch alles hier rein in den Raum. Hä? Ach, da hinten sind die. Da. Deine Brustwarzen bluten jetzt wie meine letztens. Ja. Ach Gott. Wie gesagt. Das ist ja lustig. Soll ich die Box mal nehmen? Ja. Jan ist auf jeden Fall hier so ein bisschen in der Pranger-Position. Ich glaube, der ist hier. Direkt ich höre ihn laufen. Ja. Hühnerfickersee läuft aus. Oh, ich höre ihn schnaufen. Hier ist ein Kreuz von der Wand gefallen. Das ist grundsätzlich eigentlich immer ein sehr schlechtes Zeichen. Er kommt, Axel. Er kommt. Wo ist er? Wo kommt er? Dann bleib stehen. Wo denn? Ich hab keine Ausdauer. Ich auch nicht. Ich hab die Wudepuppe. Der kommt hinter mir her. Er war weggerannt, Komm auf. Ich kann nicht raus. Oh nein. Du musst hochkommen. Der ist bei mir. Wie sind die da rausgekommen? Ach, hier. Wudepuppe auf Sonne. Enz, du bist weg. Ja, ich bin durch die Tür gelaufen. Hier. Ich auch, noch, Axel? Ja. Wenn die sich einscheißen. Hier liegt ein Toter. Ich weiß, was es ist. Ja, das bin ich. So, das wo ist jetzt die Box? Hä, nee, du lagst doch unten. Die muss doch da in dem Zimmer sein. Oh Gott, wo soll ich die denn finden? Ich hab die nicht. Die was Box. Musst du suchen? Popo-Box. Ah, okay, klar, logisch. Die Popo-Box. Man kennt sie. Ja, dieses Quatschteil. Wie heißt das? Mal, es gibt oben auch noch eine Etage. Ja, ja. Was da hab ich mich gerade hingeflüchtet. Sehr gut. Ich will auch mal oben gucken. Schöner Fernseher. Wo sind jetzt die Sprechbox, Leute? Das erinnert an das Haus von Phasmophobia hier, finde ich. Ja. Hier ist keine Box. Ist so typisch amerikanisch. Oh. Wenn du überlegst... Ja, der ist bei mir. Ich bin tot. Also die zweite Etage macht einfach mal gar keinen Sinn. Du hast ein ganzes Haus. Du kommst hoch und es ist ein Raum. Ja. Das ist voll hohl. Wo seid ihr denn? Der hat mich. Ich sehe Sonne. Nein, ich mach den Scheiß nicht allein. Doch. Da musst du durch. Amerikanische Logik, ich baue ein Zwei-Zimmer-Haus. Wirklich. Also wäre es jetzt nicht für den Durchbruch. Einen zweiten Hinweis. Er hat mir kein Bier gebracht. Er hat dir kein Bier gebracht. Ich habe auch die Box noch nicht gefunden. Ne, das ist Jan. Da ist Axel. Leute, eigentlich müssen wir in-game reden, ne? Das haben auch Zuschauer geschrieben. Das sollen wir machen. Okay. Are you from China? Was machst du da? Warum sprichst du aus der Geisterwelt? Geister können das. Hast du nicht mitbekommen? Einer von denen habe ich gerade umgebracht. Test. Hier spreche ich. Cool. Ey, wo seid ihr denn? An meiner Leiche, an deiner Leiche. Unten. Sonja auch unten? Unten, ja. Hallo? Das ist Entengang oder was? Aber lass uns nach der Runde. Ach, du bist auch tot? Ja. Ich wollte gerade sagen, warum kannst du mich sehen? Ah, ich habe einen zweiten Hinweis. Gefriertemperaturen. Wow. Nice. Oh. Lautstarkes Atmen. Sehr lautstark. Ich hab's auch gehört. Sehr gut. Gefährlich. Ich wusste gar nicht, dass Axel verreckt ist. Axel, was hat dich umgebracht? Weiß nicht. Was, die Tür geht nicht auf. Der jagt dich. Oh, dann sag das doch! Ja. Das wusste ich. Oh, hier ist er! Kommt die Treppe! Es kommt raus! Nee, der kleine. Ist die Treppe hoch. Wo ist denn Sonja hin? Er ist immer noch an der Treppe. Ich weiß nicht, wo okay. Ist. Jetzt ist er weg. Versteckt? Hier hinten steht sie in der Ecke. Wo? Ich kann nicht pingen. Ich drück die ganze Zeit. Ich kann nicht pingen. Ist er weg? Ist er weg? Ja. Ja, er ist weg. Also, ich glaube, er ist weg. Das würde ich jetzt sagen, wenn ich glauben würde, dass er weg ist. Türen sind für Anfänger. Frische Luft. So. Gefriertemperaturen. Dämon, Agash, Meiling, Raiju. Also ich tendiere ja schon wieder fast zum Dämon, ne? Der sah schon sehr dämonartig aus. Der hatte ganz komische teuflische Hörner und Nippelpiercings. Das ist 100% Dämon. Ich finde den dritten Hinweis brauchst du noch. Wenn er beschließt, jemanden zu töten, wird es sehr schwer sein, ihn aufzuhalten. Ja, ist richtig. Solange du ihn nicht wütend machst, wird ein Dämon dich für ihn gewöhnlich nicht jagen. Axel, du hast ihn wütend gemacht, weil du die Voodoo-Puppe rumgebracht hast. Du hast ihn richtig pisst gemacht, Mann. Eine einstweilige Verfügung reicht nicht mehr bei dir, Axel. Der hat ja Enz einfach so gejagt. Ja, aber Axel hat ja mit der Voodoo-Puppe rumgespielt. Das hat wirklich so. Ich habe professionell
meine Taschenlampe gewastet. Okay. Und jetzt? Unfassbar. Was sollen wir einloggen? Ich kann nicht einloggen. Du einloggen. Echt? Okay. Wir können Scheiß tun. Wir sind tot wegen Axel. Axel, keine Voodoo-Puppen mehr. Nee, wirklich. Er darf gar nichts mehr anfassen. Auch keine Taschenlampe. Okay. Oh Mann. Und? Hier schwebt was. Ach Gott, das ist Axel. Correct Ghost. Achso, nee, war Meiling. Wo siehst du Meiling? Hier unten. Ich würde es gerne pingen, aber ich kann es nicht. Ja, das war ja ein Fail. Ja, das haben wir besonders gut gemacht. Sind jetzt alle Sachen weg? Bei Taschenlampen müssen wir kaufen.